Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Ich bin heute zu Gast bei Nina. Nina ist Sexualassistentin und wir sprechen über ihre Arbeit mit Menschen, die körperlich und geistig behindert sind und Sexualität erleben wollen mit ihrer Hilfe. Hallo Nina, schön, dass Hallo. Ich da sein darf. Ja, schön, dass ich, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich habe mir jetzt nochmal deine Homepage sehr genau angeschaut und da schreibst du zum Beispiel, machst du eine Unterscheidung zwischen passiver und aktiver Sexualassistenz. Kannst du uns in den ganzen Komplex Sexualassistenz, was das bedeutet und was auch diese Unterscheidung bedeutet, ein bisschen einführen? Ja, also aktive Sexualassistenz ist eine bezahlte sexuelle Dienstleistung, die idealerweise ausgeübt oder ausgeführt wird von Menschen, die eine transparente und bewusste Motivation haben, warum sie es machen und die auch bereit sind, darüber zu reden. Das heißt dann transparent. Und es beinhaltet den Inhalt, was da wirklich tatsächlich genau angeboten wird, entscheidet jeder Sexualassistent selber. Mhm. Ich rede jetzt mal in der männlichen Form, sonst wird es zu anstrengend. Obwohl es natürlich viel mehr Frauen gibt, die den Beruf ausüben. Der eine sagt, ich biete das nur an für Menschen mit Körperbehinderung, weil da fühle ich mich sicherer, die können auch mir sagen, was sie wollen. Ein anderer sagt, so wie ich irgendwann, ich arbeite nur noch mit Menschen mit Demenz, Menschen mit Autismus, Spektrumstörungen, so muss man das jetzt sagen, Menschen mit sogenannte geistige Behinderung, Lernbehinderung, kognitive Behinderung, das sind alles Wörter für das Gleiche. Und ein anderer sagt, ich biete für beide an, ein einer sagt, ich biete das nur für Männer an, ein anderer sagt, ich biete das für Frauen und Männer an, so wie ich. Das ist alles etwas, was jeder für sich gucken muss, damit es stimmig ist, weil es nicht darum geht, wie viele Menschen denken, wenn sie denken Sexarbeit, darum sich einfach irgendwie zu verkaufen und wenn das Geld stimmt, ist es egal, wer das ist oder was da passiert oder wie es dir damit geht oder das ist völlig wurscht. Das ist das Bild. He? Und das ist hier nicht der Fall. In meinem Fall beinhaltet es erotische Massagen. Das bedeutet, dass ich Menschen überall berühre und nicht nur am Rücken und so, sondern auch die sogenannte erogene Zonen. Menschen umarmen, halten, nackter Körperkontakt, streicheln oder das, was so Kuscheln genannt wird. Mhm. Das beinhaltet es. Bei mir beinhaltet es kein Genital. Also Genitalkontakt natürlich schon, aber mit den Händen. Mhm. Kein Oral und kein Geschlechtsverkehr. Und zwar nicht, weil ich das unmoralisch finde oder das irgendwie meine, dass, oder Angst haben, dass Menschen sagen, ja, du bist dann doch eine Hure. Sagen die sowieso, egal was du anbietest. Aber die so denken. Ne? Aber das ist es nicht. Es ist einfach eine persönliche Grenze. Ich will das nicht anbieten im Rahmen meiner Arbeit. So die sogenannte gegenseitige Sexualität. Mhm. Schon in Form von Berührung und Nähe und Halten. Und ich denke auch, dass es aus diesem Grund ist, dass ich immer mehr arbeite mit Menschen, wo es auch gar nicht geht um genitalen Sex. Mhm. Weil sonst würde das ja das Angebot nicht passen mit dem, was danach gefragt wird. Das ist aktive Sexualassistenz. Die passive Sexualassistenz ist eine, das bedeutet im Grunde genommen ein sexualitätfreundliches Klima zu schaffen. Mhm. Also die Bedingungen zu schaffen für eine selbstbestimmte Sexualität in Einrichtungen, in Pflegeheime, in, keine Ahnung, da wo Menschen mit Behinderung sozusagen zusammen sind. Und das ist ein viel größeren Bereich, das ist viel wichtiger, also nicht wichtiger ist jetzt Quatsch, aber das ist wieder so bewertend, aber es ist natürlich viel größer, weil die Menschen sind da immer und wenn da zum Beispiel eine Einrichtung sagt, wir haben, darüber rede ich dann, ne, auf Fortbildung und so, wir haben ein Konzept, wir wollen damit so und so und so umgehen, das und das und das ist in unserer Einrichtung möglich oder
wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter weitergebildet werden in diesem Bereich, wenn sie da was brauchen. Oder wir sagen, nein, wir wollen das gar nicht. Zum Beispiel sagen, ja, okay, wir blenden das jetzt nicht total aus, aber aktive Sexualassistenten kommen hier nicht rein. Mhm. Das kann auch ein Standpunkt sein. Das ist ja in Deutschland sozusagen, da ist keine staatliche Auftrag. Das ist im Grunde genommen auch jeder Einrichtung selber überlassen. Ob sie jetzt sagen, ja, dann holen wir den Neurologe und der macht ein paar Tabletten, verschreibt ein paar Tabletten und dann ist wieder Ruhe. Oder was auch immer. Das ist passive Sexualassistenz, der Aufgabe der Mitarbeiter und die Einrichtungen. Träger. Tabletten verschreiben, die die Libido runtersenken, ja, oder? Zum Beispiel chemische Kastration, das passiert auch. Mhm. Und ich muss auch sagen, das finde ich, ich bin nicht mehr so, vielleicht war ich früher eher so, das geht gar nicht. Ich meine, in manchen Situationen, wenn zum Beispiel jemand schwer dement ist und auch kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat und permanent aneckt, zum Beispiel auch je nachdem, welcher Teil des Gehirns angegriffen ist durch die Demenz, mhm, kann es dazu führen, dass Menschen hemmungslos werden oder überhaupt nicht mehr blicken, wo, was kann ich jetzt machen, was nicht. Wenn sie dann hören, hey, das möchte ich nicht, möchte von das Personal, ich möchte nicht am Busen gefasst werden, ich kann nicht mich mit dir in dein Bett hinlegen, wenn die das dann, mhm, freundlich erklären, hoffentlich, dann das sowieso im nächsten Moment wieder vergessen haben, bin ich der Meinung, dass man durchaus gucken kann, wie kann man das alles ein bisschen leichter machen. Aber es ist natürlich schwierig, weil die Medikamente haben einfach Nebenwirkungen, mhm, und sind, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt bin ich da nicht so bewandt, ich kenne nur die Situation, wo das dann, ich meine nur, es ist nicht unbedingt etwas, was man unbedingt ablehnen soll. Aber wenn es geht um einen jungen Autist zum Beispiel, der ganz klar auf der Suche ist und vielleicht Sprache in dem Sinne nicht versteht oder Filme, dass er das rückkoppeln kann. Ich rede jetzt wieder von Männern, es gibt auch Frauen. Und dann würde ich sagen, muss man echt alles dafür tun, dass eine Unterstützung, mhm, und dass es gibt Möglichkeiten, eben durch aktive Sexualassistenz. Wenn der Passive nicht mehr, also an ihre Grenzen kommt, ist es immer möglich, wenn dann die Einrichtung dazu ja sagt. Und das, ich wollte jetzt sagen, das tun viele, ich weiß es aber nicht sicher, weil ich lerne immer nur die kennen, die, mhm, das tun. Wie, was ist die Das mache ich am liebsten, so mache ich es am liebsten, mhm, dass sie erstmal die Mitarbeiter bilden, weiterbilden, fortbilden, weil das ist oft, ich finde, das ist sinnvoller oft, als dass man nur diese eine Person, die meistens irgendwie ein problematisches oder, mhm, sogenannte herausforderndes Verhalten zeigt. Wenn man nur den, dann hat es oft so ein bisschen so einen Touch von, machen Sie das mal weg, dann, mhm, haben wir nicht mehr so einen Ärger. Und das finde ich, ich finde es besser, wenn die ganzen Mitarbeiter mal gucken, wie stehe ich überhaupt eigentlich zu dem Thema Sexualität? Was kann ich überhaupt Menschen das, wie nennt man das? Ich wollte jetzt sagen zubilligen, aber das hört sich schon fast so gönnerhaft an. Mhm. Bin ich professionell genug, um zu sehen, dass ich da nichts zu urteilen habe über, mhm, was Menschen sexuell leben wollen oder nicht leben wollen? Habe ich diese, und weil oft bei Sexualität haben die auf einmal die Professionalität überhaupt nicht mehr und meinen jetzt ihre Meinung darüber oder ihre Vorurteile darüber sind jetzt super wichtig und das geht nicht. Mhm. Ist unprofessionell. Aber da muss die ganze Einrichtung sagen, okay, darum bin ich natürlich immer froh, wir wollen erstmal die Mitarbeiter, dann brauchen die nicht mehr Angst zu haben, dann brauchen die nicht mehr stecken zu bleiben in dieses, oh Gott, was passiert denn da? Oh. Die Mitarbeiter brauchen keine, ja, Angst mehr zu haben. Die wenn brauchen sie nicht mehr zu kichern, die brauchen das nicht. Weil die einfach in so einer Fortbildung, das ist meine Idee von Fortbildung, die Möglichkeit auch haben zu sagen, ich bin skeptisch oder ich verstehe das nicht oder was passiert denn da oder
ja, aber das ist doch Prostitution. Wie gehen wir denn mit den Angehörigen um diesbezüglich? Das muss alles einfach nur gesagt werden können. Und dann tritt so ganz viel, dann ist das gar nicht mehr so beängstigend und speziell und merkwürdig. Und das heißt, in diesen Seminaren, die du gibst, machst du auch einfach erstmal den Raum dafür auf, dass man sich wertfrei oder urteilsfrei auch erstmal über die eigenen Ängste in Bezug auf die Menschen, die in den Einrichtungen leben, äußern kann. Ja, das möchte ich, aber das passiert natürlich. Manche können das dann, können die Einladung sozusagen annehmen und manche weniger. Das versuche ich auch alles zu erklären, wie viel von der Art, wie wir jetzt mit Sexualität umgehen, damit zusammenhängt, wie unsere Eltern damit umgegangen sind und was wir da mitbekommen haben. Ich versuche auch eher so ein bisschen was Versöhnliches, nicht so was wie, ihr müsst jetzt endlich mal aufwachen, eure Urteile und Vorurteile haben hier überhaupt keinen Platz, jetzt sei mal da für die Leute und wenn die was brauchen, dann regel das. So kann man ja auch reden, sondern eher so ein bisschen, ich verstehe das auch, die Befangenheit, wir sind alle, wir haben alle eine gewisse Befangenheit, auch wenn wir noch so offen und frei, da gibt es dann immer wieder noch Terrains, wo wir das nicht sind. Und natürlich, wenn es geht um Menschen in Pflege, alte Menschen, dann, die kommen aus Generationen, da war da gar nicht möglich, da überhaupt drüber zu reden. Also das war Ausnahme. Und wenn man mit Eltern zu tun hat oder mit Angehörigen, dann sind das natürlich auch keine ausgebildeten Sexualpädagogen. Das sind einfach ganz normale Menschen. Und in unserer Gesellschaft ist entweder diese Übersexualisierung oder dieses Verschweigen und Verstecken und so weiter. Das ist nicht, da ist keine angemessene Umgang. Also das versuche ich auch alles so ein bisschen zu erörtern, indem sie zum Beispiel Stellung nehmen können mit so grünes und ein rotes Kärtchen ja und nein zu bestimmten Thesen. Also so ein bisschen einfach drüber nachdenken, mal damit sich beschäftigen, weil das passiert natürlich bei den meisten Menschen seltenst. Und dadurch dann ein bisschen mehr vielleicht auch Verständnis und ein bisschen, aber ich denke, die Menschen, die echt traumatisiert sind mit ihrer Sexualität, und das sind, denke ich, sind nicht wenige. Die im Personal? Ja, im Personal. Das nicht wenige hört sich jetzt, und ich habe keine Ahnung, aber es gibt das auch. Die werden erstmal natürlich, für die wird das nicht reichen. Die werden so eine Fortbildung einfach überstehen und so gut wie möglich irgendwie. Und, aber wenn die echt traumatisiert sind, wenn sie zum Beispiel Missbrauch erlebt haben und aus diesem Grund auch gar nicht normal umgehen können, mit, wenn dann so ein alter Mann kommt und die Hand auf den Po legt oder so, und dann meinen, das wegschlagen zu müssen und dann gar nicht mehr blicken, hey, Moment mal, ich krieg bezahlt dafür, dass ich für diese Menschen da bin. Und ich muss in meiner Ausbildung, nehme ich mal an, auch irgendwas gehört haben über Demenz. Und Demenz bedeutet, dass jemand das nicht steuern kann. Das heißt, ich kann den Menschen das nicht persönlich übel nehmen, aber das geht wirklich manchmal echt flöten. Und dann weißt du nicht, was ist da alles gewesen bei diesen Menschen. Darum ist es, denke ich, wichtig, dass irgendwann muss das normal sein, dass Einrichtungen, wo Menschen leben und versorgt werden und unterstützt und assistiert werden, die da arbeiten, müssen einfach eine gute Ausbildung, die sie auch wirklich vorbereitet auf solche Sachen. Und das, da fehlt es an alle Ecken und Enden, speziell in der Pflege. Da haben die Glück, wenn die mal eine Stunde auch über sowas reden, weil der Dozent gerade so fortschrittlich ist, aber es ist nicht offiziell im Curriculum oder so. Da müssen die einfach irgendwie durch. Und das heißt, Sexualität und Behinderung ist nicht etwas, das in den Lehrplänen bisher zusammengedacht wird. Naja, es passiert jetzt schon. Ne? Also ich weiß zum Beispiel von der Heilerziehungspflegeausbildung, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, so eine Ausbildung, aber viele Menschen haben mittlerweile davon gehört, durch den Ausbildungen. Aber ich denke, in Pflegeausbildungen wird das noch anders, Altenpflegeausbildungen, da wird das noch anders sein. Da wird es doch noch beliebiger sein, ob sie überhaupt schon mal was davon gehört haben. Ich denke sowieso, dass die Ausbildungen komplett anders aussehen müssten.
Das denke ich auch manchmal. Ja, manchmal. Ich denke das eben so. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es bei der den Jahren gefragt. Mhm. Immer wieder. Das ist nicht ein einmaliges, oh ja, okay, ich mache es, weil bla 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 und das bleibt dann so. Es ist immer wieder neu gucken, was ist die Motivation eigentlich. Ich habe ja angefangen mit sogenannten Nichtbehinderten zu arbeiten in 94 und da habe ich einfach ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch mit erotischer Massage. Ja, mit erotischer, tantrischer Massage. Und das war, also in den 90er Jahren konnte man da noch richtig gut Geld mit verdienen. Wirklich. Also das, und eben immer ohne Geschlechtsverkehr, ohne Oralkontakt. Und das war trotzdem, das lief einfach super gut. Und dann sind auch irgendwann Menschen mit Körperbehinderung gekommen. Und da habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ach, interessant. Ich hatte auch schon ein Jahr im Behindertenheim gearbeitet und hatte also keine Berührungsängste mehr, Gott sei Dank, weil ohne das weiß ich gar nicht, ob ich, dann hätte ich schon noch viel mehr Berührungsängste gehabt. Und das waren dann Menschen, die reden konnten, die ich auch einfach fragen konnte. Und da wurde mir das dann bewusster, dass Menschen mit Körperbehinderung, da hatte ich nicht drüber nachgedacht, viel weniger Möglichkeiten oft haben, Sexualität zu leben, weil sie eben als Partner, als potenzielle Partner nicht wahrgenommen werden. Und dann habe ich irgendwie, ich musste ehrlich sagen, es war nie ein Plan, es kommt auch nicht aus irgendeiner politischen oder sozialen Motivation, das ist mir immer auch wichtig zu sagen, ich bin nicht auf eine Mission. Ich will nicht die armen, behinderten Menschen helfen, wirklich nicht. Und das heißt, ich habe das gemacht, ich meinte, das wäre jetzt, ich komme ja aus Holland, da gab es schon Sexhelpers in den 70er Jahren. Da habe ich auch mal einen Film drüber gesehen, früher zu Hause im Fernsehen. Das war, glaube ich, noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. So habe ich es in Erinnerung. Da ging es dann um Sexhelpers für Menschen mit Körperbehinderungen. Das war in Holland schon ein Begriff. Wie heißt das? Sexhelpers. Alles klar. So hieß das. Okay. Weil die Holländer sind viel pragmatischer. Das muss jetzt nicht, oh nee, das klingt aber, weiß ich nicht, und kann man das machen? Das ist mehr Deutschland. Darf man das? Ja. Das ist wirklich so wie, natürlich muss man das machen, weil das sind Menschen und Menschen haben nun mal Sexualität und so. Das heißt, ich war mehr so, war mir gar nicht so bewusst, in was für teilweise ein Wespennest ich da reinkomme oder in Tabuthema mich finde. Und dann aber dadurch, ich habe dann auch in meiner Anzeige, die ich damals hatte, in meinem Tipp, und siehst du das? Du siehst es doch nicht, oder? Ich sehe das ein bisschen, aber das ist kein Problem, weil ich das nicht selber auch meistens mache. Ich bin die meiste Zeit im Körper oder da muss auch die Behinderte, und das hat nee, weißt du was, ich ziehe jetzt meine Schuhe einfach auch aus. Und dann machst du das auch. Nee, das mache ich dann nicht. Ich habe meine Socken ja noch an, aber dann sind die Beine mit unseren Füßen. Das hätte man vielleicht, wurde mir teilweise auch, ich war mal in der Ja, weil ich kann das nicht lassen, wurde mir wirklich gefragt, ob ich jetzt nicht clever gerne Abschau wäre, eine Marktlücke entdeckt. Du warst da pragmatischer und die warst gar nicht bewusst, dass man so ein Wespennest gestochen. Aber sehr nicht so von dieser Welt, weißt du. Ich habe von 20 bis 30 in einer Art buddhistische Gemeinschaft gelebt und ich immer Englisch gesprochen und mich völlig andere Sachen gewidmet. Ich war Marktlücke? Also, und dann habe ich gesagt, nee, also, weil ich mache wirklich nur das, was ich gerne machen will. Und nicht aus irgendeinem Grund, weil man da dann so. Dann kam ich zum Arbeitskreis für Sexualität und Behinderung in Berlin, Tempelhof Schöneberg, Bezirk Tempelhof Schöneberg, wurde da eingeladen. Das ging alles so via. Ich war bei Hydra und die haben mir dann mitgenommen und Hydra kennst du? Das ist so eine Prostituiertenberatungsstelle in Kreuzberg. So hatte ich so ein paar Kontakte gemacht. Bei diesem Arbeitskreis war dann das erste Mal, dass ich da saß. Ich hatte noch nicht mal Visitenkärtchen. Das war alles total, das passierte einfach sozusagen, ohne große Pläne. Und dann
Es waren da auf einmal natürlich Psychologen und Sozialarbeiter und keine Ahnung, Sexualpädagogen und Menschen von der Spastikerhilfe. Und ich dachte, wir würden da mit 5 Leuten irgendwie am Tisch sitzen. Das war auf einmal ganz viel. Dann war ich eben in diese Talkshow. Durch das fing ich an zu arbeiten mit einem Mann mit schwerem Autismus in Nordrhein-Westfalen übrigens, also gar nicht hier, weil die Mutter hatte das gesehen und gesagt, die müssen wir haben. Damals war er noch, ich war ja auch viel jünger, ich war 33, glaube ich, als ich anfing. Und er war, glaube ich, Anfang 20 und seine ganzen Hormonen und alles fing natürlich an und er konnte überhaupt nicht mehr, er konnte nicht verstehen, warum darf ich jetzt auf der Straße nicht, er hat Menschen nicht angegriffen oder Frauen, aber er hat sie einfach berühren wollen. Und er konnte das nicht verstehen. Und so konnten sie mit ihm nichts mehr machen, nicht ins Schwimmbad, nicht im Zentrum der Stadt und so weiter. Und dann fing ich also an, mit solchen Menschen zu arbeiten. Das wiederum, also mit Menschen, mit denen man nicht, er konnte, kann nicht sprechen, es gibt auch Autisten, die sprechen können, es ist nicht so, dass jeder Autist, es gibt auch Autisten mit einer geistigen Behinderung, Autisten ohne eine Geistige, also es gibt da ganz viele Varianten. Bestimmte Sachen haben sie gemeinsam. Und das ist diese Schwierigkeit mit sozialen Kontakten, mit Wahrnehmen von der anderen. Was dieses in sich in anderen hineinversetzen ist ganz schwierig für einen Autist. Wie auch immer, das fing an und das fand ich noch viel spannender. Das fand ich echt spannend, weil wenn du arbeitest mit Menschen mit Körperbehinderung, hat das oft auch was Trauriges. Die Menschen mit Körperbehinderung, die so wie die sagen, ach scheiß drauf, ja, ich weiß, hier gibt es ein Schönheitsideal und ich passe da nicht rein, aber ich bewege mich trotzdem mit so einem Selbstverständnis durch die Welt. Das, je nachdem wahrscheinlich auch wieder, was haben die für Eltern gehabt, wie sind die behandelt worden. Ne? Und das gibt es, aber es gibt auch ganz viele, die trauen sich nicht, sich auszuziehen, die haben Angst, die haben Scham, die fühlen sich minderwertig, die haben immer das Gefühl, bei mir stimmt was nicht, ich bin krumm und schief, alles was ich mache ist Therapie. Wenn ich schwimmen gehe, ist es Schwimmtherapie, wenn ich irgendwie an mir ist alles irgendwas nicht richtig und muss bearbeitet werden. Wenn das verinnerlicht wurde von Menschen mit Körperbehinderung und sie das sozusagen selber mitspielen, dann wird es natürlich ganz schwierig. Und dann kann es in der Tat sein, dass jemand sagt, ganz, ganz viel Mut zusammenfasst und sagt, ich gehe zu einer Prostituierte oder zu einer Sexualbegleiterin. Ich denke mal, die sehr viel Angst haben vor die Auseinandersetzung, gehen vielleicht zu einer Sexualbegleiterin, weil sie wissen, durch die Webseite, oder damals war das noch gar nicht mit Webseite und so, aber auf jeden Fall durch die Selbstdarstellung oder was auch immer, oder durch Telefonate, dass die Person kennt das. Die sitzt nicht da so, oh Gott, du, wie siehst du denn aus? Ja, das ist wahrscheinlich, das kennen wir ja alle. In Angst macht man sich die idiotischsten Gedanken und glaubt die dann auch noch. Aber das, was du da dann oft begegnest, ist, das sind Menschen, die wollen eigentlich eine Beziehung. So wie wir alle oder fast alle. Ja, was ist eine Stunde schön und dann ist wieder Schluss und es kostet auch noch Geld. Und das ist doch eigentlich, ja, das ist eine Art Nothilfe oder so. Und das muss jemand auch aushalten können und damit umgehen können. Für manche ist es vielleicht sogar gut, weil dadurch, dass es nicht so persönlich ist, dass die Frau eben nicht erwartet, mach mich jetzt glücklich, ist auch viel Druck weg. Und kann der andere einfach auch sozusagen da sein und ausprobieren und sich mitkriegen und so. Den Druck aushalten als Sexualassistentin, auf die dann plötzlich Beziehungswünsche projiziert werden? Oder was meinst du damit, den Druck Nee, ich aushalten können? meinte, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gesagt Weil du habe, gesagt aber hast, ich war noch nicht bei der. dass viele dann Beziehungswünsche eigentlich haben. Ja, aber Druck ist, ich meine, wenn man Sexualassistenz anbietet, ist man auch professionell und muss das einfach wissen. Und ich zum Beispiel konnte bei mir feststellen, das ist nicht meine große Stärke, wenn Menschen sich an mich auch irgendwie binden, dann immer wieder das klar zu machen, hey, hör zu, weil
da kann ich manchmal dann auch leider ins Mitleid, in die Mitleidsfalle. Das habe ich einfach damals beobachtet. Das finde ich schwierig, weil ich kann das auch so nachvollziehen. Und ich, ja, und bei Menschen mit, die eben diese Menschen mit geistiger Behinderung, die können auch Beziehungen, Menschen mit leichter Lernbehinderung, natürlich. Aber da fand ich, die haben doch einen anderen Intellekt, die haben andere intellektuelle Möglichkeiten. Wenn du körperbehindert bist, hast du sozusagen vielleicht einen komplett normalen Mind, so wie wir, hast also auch all diese Ideen, die in der Welt sozusagen normal, als normal gehandhabt werden, und dann bist du halt nicht dazugehörig. Und das kann dazu führen, dass du auch sehr leidest. Und dass das gar nicht anders geht, dass du dann auf die Person, die dir dann auf einmal sowas anbietet, fokussierst. Auch wenn du noch so weißt, dass es das nicht ist. Das fand ich schwieriger, und ich denke, dass es damit zu tun hat, dass ich dann immer mehr mit Menschen mit intellektueller Behinderung gearbeitet. Gab es da mal einen Fall, wo, also den du erzählen kannst in deiner Anfangsphase, wo du das so gemerkt hast, okay, ich habe da Schwierigkeiten, mich zu distanzieren davon? Nein, ich habe keine Schwierigkeiten, mich zu distanzieren. Das kann ich. Also muss man sich nicht so, das ist auch ganz wichtig, dass man so, das sind sogar Sachen, die ich sage in den Vorträgen. Man soll ganz, das heißt auch dieses transparent und bewusst. Wenn ich zu viel ins Helfersyndrom bin und denke, oh, wenn ich jetzt jemand was Schönes geben und mir das nicht bewusst ist, dann geht das schief. Das geht nicht. Man muss ganz klar sein und Menschen auch zur Seite stehen und das auch ansprechen. Ich bin nicht deine Freundin. Ich bin nicht, wir werden nicht heiraten und wir werden keine Liebesbeziehung haben. Und das kann man auch formulieren ganz freundlich. Aber dann das Innerliche loslassen von so einer Situation, das kann ich jetzt ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht genau ein. Ich habe das eher so, weil ich habe jetzt die Erfahrung auch nicht mehr. Ich arbeite nicht mehr seit Jahren nicht mehr mit Menschen, die sozusagen im Intellekt, im Verstand funktionieren. Alles zwischen Anführungsstrichen, ne? Weil ich denke, aber das war einfach so ein Gefühl von. Ich fand das ein bisschen schwierig, weil, guck mal, die wollen etwas Bestimmtes. Und ich biete das nicht an. Also ich kann dann nicht ewig sozusagen das mitkriegen. Ich würde dann auch eher versuchen, die Person dabei zu unterstützen. Hey, krieg ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Mach mal, ja, das ist alles sozusagen, damit steht und fällt die Sache. Aber dann fangst du an, Menschen zu erziehen und Ratschläge zu geben. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich eine sexuelle Dienstleistung anbiete, so heißt das dann, ne? Weil auch die Genitalien irgendwo mit drin sind, wäre sowas wie Sinnlichkeitsassistent viel richtiger. Und in der Schweiz habe ich mal in 2000 in einer Talkshow gesagt, dass ich, da fragten die mich, wie würdest du das nennen? Und dann habe ich gesagt, so, also ich persönlich würde das Berührerin nennen. Und dieses ist hängen geblieben. Es gibt jetzt noch Menschen, die sich Berührerin nennen. Dann wurde ich in der Schweiz gefragt, Leute auszubilden zu Berührer oder Berührerin. Das wurde dann genommen. Aber ich bin mittlerweile, da bin ich auch ein bisschen, das muss man auch irgendwie dann immer alles erklären. Mein Gefühl ist, dass viele, die sich Berührer oder Berührerin nennen, die wollen sich distanzieren von Sex als Job, von Sex gekauft. Die wollen sich da so künstlich distanzieren und das mag ich nicht. Also bei denen würde ich ganz deutlich sagen, nein, es geht um Sex und Sperma und Schweiß. Und ja, das ist mir dann, da habe ich auch richtig Spaß dann dran, weil das will ich auch nicht. Aber gut, Berührerin habe ich damals gesagt, eigentlich mehr als Witz, aber das blieb dann hängen. Und jetzt sind wir immer noch bei der Frage, was ist meine Motivation?
über den Jahren entwickelte sich das dann immer weiter und dadurch guckte ich dann immer, was mache ich hier eigentlich? Oder oft auch während Sitzungen. Mhm. Weil Sitzungen mit Menschen, die sozusagen, ich nenne das lieber diese statt geistig behindert in einen anderen Bewusstseinszustand oder in eine andere Wahrnehmung der Welt mhm. sind. Weil hier das Gehirn ist einfach, das Gehirn bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir benennen und wie gut wir uns anpassen können oder auch nicht. Wenn da mhm. irgendeine Störung im Gehirn ist, durch Sauerstoffmangel bei der Geburt, durch, weiß ich was, irgendeine Krankheit, ein Syndrom, irgendetwas, nehme ich die Welt anders wahr. Und ich finde so, das Zusammensein mit solchen Menschen sehr spannend, sehr, weil es eben nicht diese Blabla-Ebene gibt, das gibt es einfach nicht. Es ist wirklich Kontaktaufnahme und was passiert da jetzt mit mir, wenn jemand vielleicht laut schreit oder man trifft die merkwürdigste Gestalten. Also das ist wirklich spannend. Und dann habe ich angefangen, immer mehr mit solchen zu arbeiten. Mittlerweile, und dann fing das auch überhaupt an, dass ich auf Kongresse und in Heime und Einrichtungen und darüber geschrieben habe und in Bücher. Und da fing das überhaupt erst an, weil wenn ich geblieben wäre bei der sogenannten Körperbehinderte-Club, die können ja dasselbe machen. Das bin ich ja nicht zuständig für, darüber Auskunft zu geben. Oder da muss ich niemand Verantwortung ablegen oder so. Da muss ich nicht drüber erzählen, weil die können das selber erzählen. Aber wenn ich arbeite mit Menschen, die nicht sprechen können, dann wird es interessant zu reden mit Angehörigen oder mit Mitarbeitern oder mit Einrichtungsleitungen. Und dann zu erzählen, was passiert da, was sind meine Erfahrungen und so. So fing das an. Und dadurch fing ich dann natürlich auch immer mehr an, darüber nachzudenken und das zu formulieren. Daraus ist so ein Infomaterial, das kann ich dir auch nochmal zuschicken, mhm. entstanden. Und dann, jetzt bin ich so weit, dass in meinem PowerPoint-Vortrag rede ich auch über Motivation und sage dann, was ist es, warte mal, ich habe dann so ein Bild irgendwann am Ende. Da sieht man so ein T-Shirt und da steht drauf, normal people scare me. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, meine tiefste Motivation, ist, dass ich in diese Gesellschaft, wo alle sozusagen in Gleichschritt laufen sollen, sich ähnlich sein sollen, nicht rausspringen, nicht anders sein sollen, das finde ich total furchtbar. Und das habe ich immer so empfunden, von klein an. Das verunsichert mich, diese Masken, dieses Unechte. Weil ich habe das klar, ich denke auch als Kind durchschaust du das auch. Ich denke, was ist das denn? Hä? Ich fühle etwas, aber die Person erzählt mir jetzt was ganz anderes. Diese Doppelbotschaften, weißt du? Das habe ich immer, damit habe ich mich immer unwohl gefühlt. Und natürlich habe ich das damals nicht gewusst, das hätte ich gar nicht formulieren können. Mhm. Ich dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Aber das ist das, denke ich, was ich erlebe in der Arbeit eben mit Menschen, die sogenannte geistige Behinderungen haben. Die sind oft sehr authentisch, weil die haben gar keine Möglichkeiten zu sagen, wenn ich jetzt das sage oder so bin, die können nicht berechnen. Dann habe ich den und den Eindruck gemacht und dann wird der andere mich vielleicht so und so gesonnen sein. Mhm. Und dann können so gehen wir ja mit Menschen um. Was habe ich davon? Was kann ich da kriegen? Weißt du? Das ist einfach so. Das ist auch gar nicht schlimm. Das gehört dazu, zum hier oben alles funktioniert. Mhm. So. Wenn das nicht so ist oder ein Autismus-Spektrumstörung da ist, dann sind das oft Menschen, die einfach, finde ich, ich habe auch viel Respekt davor, weil ich denke, die sind ja in einer Gesellschaft, wo sie einfach nicht dazugehören, wo sie fremd angeschaut werden, wo sie zum Teil abgelehnt werden. Ich muss sie dir einfach mal vorstellen, das ist einfach irre, ja, was die sozusagen, das habe ich einfach Respekt vor dieses... dieses Nicht-Dazugehören und wie viele von denen dann auch damit umgehen. Wie schön die einfach sind. Oder
sind einfach sehr, zum Beispiel ich, ein Beispiel, weil sonst klingt das alles so heilig. Zum Beispiel hatte ein gehörloser Autist mit Autist in Osnabrück in einer Einrichtung. Und den mochte ich sehr gerne. Und da war es auch richtig schön, weil der hatte jahrelang dämpfende Medikamente gekriegt und seine gesetzliche Betreuerin hat gesagt, ich will was machen. Das geht nicht, dass er... Dämpfende Medikamente im Sinne einer chemischen Kastration, wo wir vorher auch schon drüber gesprochen haben. Okay. Nee, das nicht. Doch, wahrscheinlich auch. Kann sein. Aber er zeigte einfach Verhaltensweisen, aber es war bei ihm nicht so sexualisiert. Es war eher sowas wie, ich nehme die Thermoskanne Kaffee und dann kippe ich die einfach auf den Tisch auf. Oder ich schlafe die ganze Nacht nicht und mache alle Pflanzen, bringe ich irgendwo anders hin. Oder keine so störendes, sogenanntes störendes Verhalten. Und hat eben diese dämpfende Medikamente und die gesetzliche Betreuerin, die war bei einer Fortbildung, die ich da in der Einrichtung gab und die wollte dann, dass wir da mal gucken, inwieweit hat das auch mit Sexualität zu tun, die er überhaupt nicht umsetzen kann, weil das ist natürlich jemand, den kannst du auch nicht im Film zeigen. Man sagt, guck mal, so geht das und das ist das. Das geht gar nicht, das kann der gar nicht rückkoppeln. Und dann hatte ich sogar noch mit der, wie heißt nochmal, so ein Männerarzt, Urologe von ihm Kontakt und das war auch, fand ich schön, das, so müsste es eigentlich immer sein, dass einfach alle gucken, wie können wir das jetzt machen, ohne falsche Scham und ohne all diese Urteile und Misstrauen und so. Gut, also wir wollten das versuchen. Dieser Mann, den hatte ich mal ganz am Ende der Sitzung, ich hatte irgendwie, ich sah in meinem Tasche, ich war wahrscheinlich am Zusammenpacken, und so, ach, ich habe hier noch eine kleine Süßigkeit. Und bin zu ihm hin und habe ihm das gegeben. Er konnte also nicht hören, hat er nichts dazu gesagt. Er stellte sich ganz ruhig vorm Fenster und guckte aus dem Fenster und aß die Süßigkeit und gab mir dann das Papierchen so. Guckte mich noch nicht mal an, so. Das fand ich so toll, ja. Nicht überschätzt, oh, danke und... Was man normalerweise alles hätte. Oh, schön, dass du da warst. Oh, ich habe es so genossen. Oh, jetzt gibst du mir auch noch eine Süßigkeit. Oh, wie schön. Das, nichts davon. Einfach nur, wir hatten eine Begegnung. Und das waren auch wirklich Begegnungen mit ganz viel Augenkontakt. Was ja auch, das ist ganz viel, wenn man mit Autisten zu tun hat. Wenn man Augenkontakt machen darf, weil das ist für die oft bedrohlich. Und... das war einfach so, ganz viel Lachen auch und ja, und dann dieses herrliche, so, das ist jetzt wieder vorbei, ich stehe jetzt vor dem Fenster, ist das, und sie kann das Papierchen wegräumen und das fand ich einfach herrlich, so diese Art, oder es gibt auch Menschen mit Autismus, mit die ich arbeiten sollte, die mich dann ganz freundlich bedeutet haben, nein, indem sie zum Beispiel meine Schuhe genommen haben und die einfach vor der Tür gestellt haben und dann so zu mir geguckt haben. Ach so, du möchtest, dass ich wieder gehe. Okay, gut, dann gehe ich mal einfach, stell mich von innen. Dann habe ich vielleicht nochmal geklopft, weil meistens kommt man ja, es kostet einfach auch Geld und ja, müssen die auch bezahlen, auch wenn sie es nicht, das wissen die aber alles gar nicht. Und dann einfach nochmal rein und versuchen zu gucken, ist da irgendwas möglich oder nicht. Das, sowas finde ich einfach toll. Dass die Menschen haben auch so eine Freundlichkeit oft in diese Situation, dass sie nicht formulieren können. Sie sind also in dem Moment, sie fühlen sich nicht schlecht oder so, dass sie dir, weil das ist eben auch dieses sich nicht in andere hineinversetzen können. Das hat natürlich Seiten. Natürlich ist das teilweise auch, wenn man permanent mit solchen Leuten wäre, wäre das anstrengend. Weil es ist schon schön, wenn man merkt, der andere hat irgendwie eine Empathie und versteht auch und kann ein bisschen so. Aber es hat alles, es hat beide Seiten, weißt du. Es kann auch sehr erfrischend sein, wenn man in so einer Gesellschaft ist wie unsere, mal einfach solche Leute treffen zu können und so nah und ohne jegliche, wir müssen jetzt hier eine Therapie machen und ich muss dir jetzt das und danach muss ich einen Bericht schreiben, damit auch alle Gelder irgendwie, das, so ist ja die normale Welt um diese ganze Leute herum. Und davon bin ich natürlich nicht betroffen als Sexualbegleiterin. Ja, so ein Thema, was kommt,
noch behindert sind, dann ist das schon, habe ich denn keinen Ekel, fragen die dann. Ich war mal in einer Fernsehshow in Frankreich, auch ein guter Sender, also ein seriöser Sender. Mhm. Und die erste Frage war, ob ich denn keinen Ekel habe. Das nehmen Menschen an. So, und darum wird auch oft das mit Sexualassistentin, das ist auch ein bisschen in dieses Hut ab, Frau de Vries. Das ist so wie, dass man das kann. Aber, sage ich immer zu den Menschen, die nicken dann immer alle so, das werden bestimmt auch Freunde zu Ihnen sagen. Die Arbeit, die Sie machen, überhaupt mit Behinderten irgendetwas machen, ist entweder gut, weil, dass man sowas kann, das ist auch irgendwie ein bisschen, unbegreiflich, weil natürlich auch jeder weiß, dass es geht um Menschen, die eventuell inkontinent sind. Da kommen dann solche Sachen dazu. Ich habe zum Beispiel keinen Ekel vor Urin, überhaupt nicht. Auch nicht vor dem Urin von jemand anders. Mhm. Und wenn es ganz stark riecht, dann atme ich einfach durch den Mund. Also ganz pragmatisch, das muss ich nicht haben, irgendwelche Gerüche, die mir nicht gefallen. Kot ist nicht, Kot habe ich Ekel, aber auch nicht ganz doll. Aber wenn jemand eingekotet hat, dann hole ich immer einen Mitarbeiter, das will ich nicht machen. Ich will nicht jemand, mit dem ich kuschel und auch noch eine schöne Stunde haben will, und dass da dann Kot im Spiel ist, das geht nicht. Dann ist sozusagen die Spontanität oder die Entspanntheit auch ein bisschen weg. Und dann muss ich einen Mitarbeiter holen, der das macht. Dann gibt es Speichel. Speichel finde ich schwierig, persönlich. Ich weiß nicht, warum das ist. Habe ich einfach manche Menschen, die Spastiker sind oder die spastisch gelähmt sind, haben so einen Speichelfluss. Das finde ich ganz schwierig. Das kann ich eigentlich dann auch nicht wirklich. Weil dann ist so stark dieses immer das wegmachen wollen und das geht einfach nicht. Das ist auch nicht schön für die, aber die sehe ich ja manchmal einfach unterwegs oder so. Oder Menschen, die, ich habe mal einen spastischen Klient gehabt und mit dem bin ich dann mal was essen gegangen. Am Anfang hatte ich noch so solche Attacken. Und das heißt Mitleidsattacken. Mhm. Und, das heißt, da ist dann auch was verschwommen. Ja, das war ganz am Anfang, weil ich den einfach auch einfach mochte und seine Durchsetzungskraft, wie er da einfach so geguckt hat, was will er, dann hat er mir das immer geschrieben und irgendwann wollte er dann mit mir was essen gehen und habe ich nicht wirklich, das habe ich damals nicht so, manchmal glaube ich, heutzutage würde ich sofort wissen, nee, das geht nicht. Mhm. Aber damals war das ja auch alles so ein Entdecken und habe dann ja gesagt. Und habe dann irgendwann während dem Essen gemerkt, weil er immer dann so, dass man alles gesehen hat. Und habe dann aber auch einfach zu ihm gesagt, du, wir machen das so. Erstmal fütter, ich musste ja ihn füttern. Ich fütter dich jetzt erstmal und dann esse ich mein eigenes Essen. Das war dann irgendwie für mich ein ganz großes Entdecken. Das ist echt ewig her, das ist echt bestimmt. Wie lange mache ich das schon? 15, 17, 18, 20 Jahre her. Mhm. Und das würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Ich würde immer, ich mache jetzt sowieso immer klein. Jetzt habe ich sowieso auch keine Kunden mehr, die wissen, wo ich wohne, dass ich jemand bin, dass ich ein Leben habe, wann ich wiederkomme, wo das alles gar nicht auf dem Schirm ist. Wo das einfach, das hat auch die Qualität, das mag ich auch gerne bei diesen Leuten. Das hat eine Qualität von immer wieder frisch, immer wieder neu. Da ist kein Eingespeichertsein. Da ist ein Wiedererkennen, natürlich, das muss irgendwie da sein, und ein sich freuen. Wenn jemand sofort so macht, dann ist natürlich klar, dass es doch nicht so schön ist für die Person. Und, aber ansonsten ist da nichts mit Vorfreude oder Nachfragen, wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen? Weißt du, so all dieses, was man so labert, das ist nicht da. Kannst du in Thema Schüler im Endeffekt Ja, da muss ich eine.
eine bestimmte Person nehmen, weil das dadurch, du gerne dass ich, wenn ich früher mit den sogenannten Nichtbehinderten, da hätte ich dir ganz genau sagen können, so und das und dann das und dann das und dann das. Aber das ist nicht so, wenn man arbeitet mit Menschen mit Behinderung, weil die kann man nicht, man kann es in dem Sinne nicht vergleichen. Das heißt, du hast da quasi für jeden Klienten oder für jede Klientin eine etwas Eigenes, was die wollen, und das läuft dann auch jeweils ab. Nein, ich denke, du musst es mehr so verstehen als, was kann die Person? Kann die Person reden? Das ist dann schon mal anders. Kann die Person nicht reden, aber schon verstehen? Kann die Person nicht reden und auch nicht wirklich klar, kann er verstehen? Was sind die sozusagen, was sind da für Verhaltensweisen, die eventuell dazu geführt haben, dass ich angerufen wurde? Also das sind Kriterien, nicht so sehr, was, wer ist das oder so. Es ist wirklich anhand von diesen Fähigkeiten bestimmen oder Unfähigkeiten bestimmen sozusagen, wie das abläuft. Wenn jemand nicht reden kann und es ist auch nicht klar, ob oder was der genau versteht, dann rede ich trotzdem, aber vielleicht nicht jetzt so, wie ich mit dir reden würde, sondern aber schon mit ganz klarer Stimme und auch immer durch die Stimme vermittelnd Respekt und Freundlichkeit und Abwartendheit. Also nichts mit Hallo, hier bin ich und jetzt machen wir mal. Also diese Haltung überhaupt nicht. Das versuche ich schon zu vermitteln. Ganz viel auch gucken und abwarten auch so ein bisschen. Das ist jetzt, wenn jemand, der nicht sprechen kann und wo es nicht klar ist. Also trotzdem reden und dann ergibt sich aus dieser Situation sozusagen, wo es dann hingeht. Ich arbeite eigentlich ganz viel, das habe ich auch damals versucht zu vermitteln in der Schweiz, mit, dass ich gucke, was ist jetzt mein Impuls? Nicht so sehr nachdenken, was ist jetzt, was soll ich jetzt tun, sondern einfach, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, nee, das ist mehr so sich beobachten, das ist nicht so vorab denken und entscheiden und wählen, sondern eher so wie, okay, und das ist ganz subtil, das kann man fast nicht erklären, wie kann man denn, das muss man erleben oder erlebt haben, weil sonst ist es unbegreiflich. Wenn zum Beispiel der eine, der durch eine Hirnhautentzündung als Säugling, Impfung, danach Hirnhautentzündung, epileptische Anfälle, jetzt Mitte 40, schwerst körper- und geistig behindert. Und dann am Anfang, das war richtig ein ganz viel so Herantasten und dann auch ganz viel Unsicherheit bei mir. Also wenn ich unsicher bin, also da geht es auch, wie ich schon versuchte zu sagen, nicht um das, was wir Sex nennen. Das ist erstmal überhaupt Kontaktaufnahme. Darf ich mich überhaupt auf dem Bett legen? Was merke ich da bei ihm, so was wie eine Einladung? Oder der kann ja nicht sprechen. Der macht aber Töne. Und aber dadurch, dass er dieses, er bewegt seinen Kopf die ganze Zeit und dadurch ist es auch schwierig, einen Augenkontakt richtig zu kriegen. Und dann ist es wirklich so ein ganz anderes Fühlen. Und das hat eine Weile gedauert, dass ich wirklich auch selber, ich habe auch mal mit seiner Mutter dann gesprochen, zum Beispiel erste Sitzung hat er die ganze Zeit meine Hände gehalten, was man ja deuten könnte, als auf jeden Fall war da ein Zugreifen oder so. Es war auf jeden Fall nicht nur irgendwie sich wegdrehen und oft an die Wand starren. Sogar dann würde ich auch nicht sofort gehen, weil viele von diesen Menschen, wenn sie diese normale, sag ich jetzt mal, Abläufe des Gehirns haben, dann haben die auch so eine Verzögerung in ihrem Verhalten oft. Und darum ist es nicht eine gute Idee, dann einfach sofort zu sagen, okay, dann nicht. Sondern einfach mal zu warten und zu gucken, vielleicht dabei auch ein bisschen zu singen oder zu tönen. Und sie meinte, oh, das wäre irgendwie ein gutes Zeichen. Und ich sagte dann zu ihr, vielleicht war es auch nur, dass er wollte wissen, wo die Hände hingehen. Vielleicht wollte er einfach dadurch die Situation kontrollieren. Das kann auch sein. Also man muss da wirklich auch so ein bisschen seine Fantasie... Da, bei denen
diese zwei Menschen, die als ganz, ganz junges oder als Baby behindert geworden sind, da ging es auch nicht um irgendwelches störendes Verhalten, da ging es einfach um Kuscheln und denen das anbieten wollen. Und der eine, wo ich gerade drüber rede, der ist auch wohl sehr kuschelig gewesen. Und irgendwann hat seine Mutter natürlich, ja, irgendwann ist er dann auch 30, 40 und war in der Einrichtung. Und dann kann man ja auch vielleicht als Mutter nicht mehr permanent als Kuschelbär zur Verfügung stehen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich unsicher. Und dann haben wir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, irgendwann fing der an zu lachen. Richtig. In der ersten Sitzung schon? Nee, oder? Nee. Achso, dann, okay, im weiteren Verlauf. Mhm. Im weiteren Verlauf. Also es war schon, aber da war irgendwie viel Unsicherheit. Und wenn ich unsicher bin, mache ich auch nicht so viel. Dann lege ich mich höchstens zu jemand und halte den oder vielleicht so, wir haben auch manchmal so Löffelchen gemacht und ich habe ihn massiert. Ich habe nackt denn dann oder dann auch angezogen zum Beispiel? Nee, nackt. Mhm. Er hat dann Windel an und ich habe den Windel auch irgendwann dann abgemacht, habe ihm auch an seinen Penis berührt, auch natürlich immer gucken zum Gesicht, wie geht die Atem, was passiert jetzt mit ihm, findet er das jetzt merkwürdig, beunruhigt ihm das jetzt, das war aber gar nicht. Mhm. Ich hatte das Gefühl, für ihn war das genauso, wie wenn ich seine Schulter berührt habe. Also er war nicht, das ist auch manchmal schön mit solchen Leuten, diese übertriebene Bedeutung von Geschlechtsteil. Mhm. Weil viele Männer, wenn sie nur denken, oh, jemand berührt meinen Schwanz, dann geht der schon hoch. Mhm. Das ist alles hier, weißt du? Weil das so aufgeladen ist. Ja, aber das kommt ganz viel vom Kopf und bei denen kommt das nicht vom Kopf, weil der Kopf eben nicht so funktioniert wie bei uns. Und das heißt, es ist einfach, ich habe das massiert, manchmal ist er dann auch steif geworden. Aber ich habe dann, aber nicht so, dass ich da dann dran rumgerückt habe, um irgendwie, aber ich wollte ihm einfach mal diese Erfahrung geben, ach so, da gibt es auch noch was, weil der hat ja immer diese Windel um und was soll der, niemand anders wird ihm diese Erfahrung geben und er ist ja selber, ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass er wirklich gezielt masturbieren könnte. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, dass da nicht so besonders viel los ist. Also es ist einfach wie ein Körperteil. Und interessant irgendwie. Und ja, kann man auch mal irgendwie empfinden. So eher. Und dann hat er also, nee, irgendwann fing er an zu lachen. Und das war so ein schönes Lachen, ganz tief aus dem Bauch heraus. So ein amüsiertes Lachen, was du irgendwie auch gar nicht erwarten würdest von so jemand. Dieses Lachen hörte sich für mich so an wie jemand, der einfach amüsiert ist über das Ganze, was da alles ist. Und weißt du, so ganz irre, schwer auszudrücken. Und dann habe ich da irgendwie angeknüpft und später wurde das immer mehr. Ich habe dann auch ein Massagegerät mitgenommen. Auch das Massagegerät, das ist so ein längeres Ding, das nimmt er in die Hände. Und ich habe ihm dann schon gezeigt, das kannst du aber auch auf den Windel machen und oder vielleicht, weil das ist dann schon kräftiges Vibrieren, auf der Windel, versucht zu sehen, ob er merkt, dass, oh, das ist schon interessant, das geht dann so ein bisschen tiefer. Nö, der will das einfach in seine Hände halten. Ich glaube, mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es wirklich um diese Hände-Vibration geht. Und ich weiß, dass er total gerne mag, wenn ich dann ihm dazu hier so machen. Aber schlagend aufs Sternum, also aufs Brustbein, ja. In so schlagenden Bewegungen? Oder einfach nur die Hand drauflegen? Nee, richtig klatschen. Mhm. Weil das macht er auch selber. Manchmal, wenn ich reinkomme, ist er gerade dabei, das zu... Also das sind keine festen Klatschenden, sondern genau, das ist Schlagen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Klatschen ist wahrscheinlich klatschen. Besser. Es ist, ja, aber schon mit, nee, nicht mit Gewalt und auch nicht zu hart, aber schon nicht nur so streicheln und der Ding. Das mag der total gerne. Und dann ist der am Strahlen und Lachen und dann, ich lache ja sehr gerne und lache dann einfach mit. Muss einfach tierisch mitlachen. Und dann stecken wir einander an, dann lache ich, dann, da merke ich, dann haben wir richtig Kontakt.
Dadurch, dass ich dann wieder lache, muss er wieder lachen. Und das ist irgendwie total schön, weil ansonsten ist natürlich, unsere Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Also es war wirklich toll, dass wir das überhaupt gefunden haben, diese mit dem Lachen und mit dem Massagegerät. Und wenn ich dann aber sage, so, ich gehe jetzt wieder, weil ich rede einfach normal mit, auch wenn ich nicht weiß, ob er jetzt versteht, ich gehe wieder. Trotzdem sage ich dann so, ich gehe jetzt wieder, ja, ich brauche jetzt den Massage, das Massagegerät wieder. Das findest du wahrscheinlich nicht so toll, aber ich komme nächste Woche wieder. So. Und dann mache ich das und dann merkt man dann so ein bisschen kurz vielleicht so, wie, Mann, ja, aber ganz wenig. Das finde ich auch total angenehm, dass Menschen nicht so klammern. Da ist es jetzt wirklich vorbei und das ist ja bei alle uns, wir wollen immer alles länger und mehr und morgen wieder und weißt du, das ist nun mal so, das ist ja bei kleinen Kindern auch, oder? Die sagen dann immer, nochmal, 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 das ist immer so und das ist dann nicht da, sondern das ist einfach so, okay, gut. Dann ein Verabschieden und jemand da dann auch hinterlassen, zurücklassen und ohne ein Scheißgefühl, ohne ein Gefühl von, ja, jetzt ist er traurig oder jetzt ist er... Und das ist für mich einfach besser, leichter. Aber es wird andere geben, Sexualassistenten, die genau das vielleicht lieber mögen, wenn da so eine Art von Beziehung ist, wo man auch das, wo das auch Raum hat und so. Das heißt, in deinen Sitzungen geht es aber nicht darum, jetzt die Person einen Orgasmus erleben zu lassen. Das war früher der Fall. Also mit den sogenannten Nichtbehinderten und auch mit den Körperbehinderten und auch mit dem leichtgeistig Behinderten, die auch wissen sozusagen, ja, ich will da was oder ich habe da irgendwie einen Druck oder ein Bedürfnis und so. Und ich sage ganz viel an und ich frage ganz viel, soll ich? Ist es schön, wenn? Wie fühlt sich das an? Wie, also ganz viel, auf keinen Fall ist es so eine Atmosphäre von ich mache jetzt mal eben oder so. Und wenn ich merke, dass jemand vielleicht zu doll ist oder zu viel, ist jetzt nicht mehr, aber hätte früher war das durchaus auch mal der Fall, auch sagen, das tut mir jetzt weh oder das geht jetzt so nicht oder das möchte ich nicht oder aua oder ja, das weil das kann natürlich auch passieren. Es sind ja Menschen, die wenig Erfahrung haben mit Körper, die eben nicht so gut dann vielleicht merken, dass man jemand anders vielleicht zerdrückt oder so fast schon. Ja. Also in dem Moment, also jetzt, was du bisher mir beschrieben hast, klang für mich dann eben so, als wärst du sehr gebend und als wäre die andere Person eher passiv, also in dem Sinne von, dass sie dann halt eher das empfängt, was du gibst. Und jetzt gerade, wie du es beschrieben hast, ist es so, dass die dann auch, also die vielleicht eher die Körperbehinderten oder so, also die Klienten, die du früher hattest, dass die dann auch sehr fordernd von dir jetzt irgendwie etwas haben wollten oder dann auch mit deinem Körper anders umgegangen sind. Nein, warte mal kurz. Also die ich jetzt habe, da ist es in der Tat so, dass es passt, die sind passiv. Und die, wie es immer waren, die auf eine gewisse Art und Weise passiv, weil ich biete ja keine gegenseitige Sexualität an. Ich sage nicht, ich zeige schon meinen Körper oder wenn ich das Gefühl habe, die haben das noch nie gesehen, dann schau mal hier, das ist die Klitoris und so und das ist das und das ist schön und das ist nicht so schön. Aber ich mache nicht zum Beispiel, dass ich jemanden zum Orgasmus bringe mit meiner Hand und der bringt mich gleichzeitig mit seiner Hand zum Orgasmus. Das ist nicht mein Angebot und darum ist es auch wichtig, dass ich mit Menschen arbeite, für die das nicht unbedingt so wichtig ist. Dass, wenn das wichtig ist, diese gegenseitige Sexualität, dann müssten sie jemand anders finden. Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Aber ich hatte mal zum Beispiel einen Klienten, der war ziemlich mit Down-Syndrom, der war einfach heftig. Ja, auch jemand, der einen Schlaganfall gekriegt hat, können sehr leidenschaftlich sein, also eher so. Fordernd fand ich jetzt nicht so ein schönes Wort, aber einfach leidenschaftlich und dich dann fast zerquetschen, dann musst du schon auch was sagen. Hey. Aber das hat auch mit die körperliche, bei Schlaganfallpatienten zum Beispiel, hat das zu tun mit die
der kann das gar nicht einschätzen, mhm, vielleicht, wieso da drücke ich jetzt, oder der kann das gar nicht so steuern, mhm, weißt du, damit hat das dann zu tun, dass es manchmal wehtut. Ich werde auch meistens gefragt, ob es auch mal Klienten gab, bei denen ich abgelehnt habe oder, mhm, was meine Kriterien sind oder wo das alles nicht klappte oder so. Und da habe ich eigentlich nur zwei in Erinnerung. Eine hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, mhm, und das ist ganz schwierig, was manchmal habe ich öfters erlebt, weil die können durch die Gehirnverletzung manchmal wie so ein schizophrener Charakter herüberkommen. Ein Moment so und das, mhm, nächste Moment ganz anders. Und, mhm, das war bei einem für mich nicht machbar, weil der fing an, richtig furchtbar mit mir zu reden und im nächsten Moment, also richtig eklig und unangenehm. Und der nächste Moment war der dann wieder total lieb und anschmiegsam und so. Und den habe ich aber auch direkt gesagt, ich kann mit dir so nicht arbeiten, das geht nicht, schaffe ich nicht. Nicht, du bist falsch, weil du so bist, du musst dich erstmal ändern, dann komme ich wieder, auf gar keinen Fall. Aber ich persönlich schaffe es nicht. Oder ein Mann, der war wirklich ziemlich doll, denke ich mal, eingeschränkt. Das war ein Fußfetischist und, also übrigens auch interessant, das gibt es auch alles bei Menschen mit geistigen Behinderungen. Mhm. Fußfetischismus oder Strümpfe oder irgendwie sowas. Und der war einfach nur damit beschäftigt, die Füße und die Beine, wie die liegen müssen. Und man merkte einfach, dass er gar kein Gefühl dafür hatte, dass da auch noch ein Mensch dran hängt. Ja. Und das, ich habe ja Fibromyalgie, das, mhm, ist das alles. Kennst, okay, du das? Nee. Also dann bist du sehr, sehr schmerzempfindlich. Mhm. Also wenn ich nur so mache, tut das schon weh. Okay. Also den habe ich dann wirklich sagen müssen, hey, stopp, Moment, das geht nicht. Und der konnte dann schon auch, ich konnte mich dann schon auch befreien aus diesem Klammergriff. Und ich habe ihm dann so angeguckt und gesagt, merkst du, dass wir, das kann ich mich noch gut erinnern, dass wir keinen Kontakt haben, dass das nicht so geht? Ist da so ein bisschen so, ist da jemand? Und dann habe ich einfach gemerkt, das kommt nicht an. Da ist kein, egal warum das jetzt ist, ob das jetzt die geistige Behinderung ist oder weil er, das sieht man ja, das ist ja auch ein Thema, was ich interessant finde. Wie viel kommt wirklich durch die Behinderung, die, mhm, Gehirnschädigung, mhm, und wie viel kommt durch die Art, wie so jemand immer begegnet worden ist? Mhm. Wenn von ihm gar nicht erwartet wurde, dass er irgendwie empathisch ist oder dass er auch mal was mitkriegt, ja, dann wird er vielleicht irgendwann so stumpf, dass er gar nicht mehr merkt, wenn jemand wirklich Kontakt anbietet. So, kann sein, weiß ich nicht. Ich habe aber gesagt, das geht nicht. Und das sind meine Kriterien und nichts anderes. Also, es sei denn, es würde wirklich gehen um, solche Sachen frage ich aber auch am Telefon, dass ich ungefähr eine Idee habe. Was ich wirklich nicht möchte, ist das mit Speichel, dass das permanent, mhm, raustropft. Das geht einfach nicht, das schaffe ich nicht. Und ansonsten geht es mir wirklich darum, dass dieser Mensch irgendwie erreichbar ist. Und das passiert auch immer wieder. Und das ist egal, ob jemand gehörlos ist oder autistisch oder geistig behindert. Es gibt meistens eine Möglichkeit, mit jemand in Kontakt zu treten. Wo wir gerade über dieses Kontakt treten sprechen, wenn die weder reden noch hören können, so als sehr eingeschränkt sind, wenn er weiß, dass sie dich brauchen oder dass sie jetzt dein Angebot brauchen oder dass sie das gerne haben wollen. Ja, das geht über nonverbale Kommunikation, mhm, und die ist natürlich, das versuche ich auch immer mal klar zu machen. Das wissen wir eigentlich alle, die nonverbale Kommunikation ist viel wichtiger als die verbale. Und damit kann man sehr gut kommunizieren. Man sieht es an dem Gesichtsausdruck, mhm, man hört es an den Tönen, obwohl das auch manchmal schwer ist, weil manche Töne hören sich total bedrohlich an, bedeuten dann aber, erklärt einem dann das Umfeld, Freude zum Beispiel. Mhm. Oder manches hört sich vielleicht so an, dass solche Sachen muss ich auch abfragen beim Umfeld. Wie hört sich Irritation oder Angst an? Was sind das für Töne?
also ich auch schon mal eine Idee habe, dass ich es eben nicht falsch interpretiere. Das heißt, bevor du jetzt mit einem Klienten oder einer Klientin dich triffst, sprichst du erstmal mit deren Verwandten oder weiß ich nicht? Nee, meistens das Umfeld, wo die wohnen. Also okay, Verwandten, also, auch wenn das die Verwandten sind, rede ich auch mit den Verwandten. Aber das ist eher schwieriger, weil dann sind die auch noch sozusagen zu bearbeiten. Mhm. Und lässt ihr dann aber eben vom Umfeld, auch wenn das dann vielleicht das Heimpersonal oder sowas ist, oder das Einrichtungspersonal ist, dann erklären, okay, wie hört sich was an, welche... Ja, wenn ich das erste Anruf bekomme, frage ich natürlich erstmal, wieso denken die? Mhm. Was ist da denn los? Wie zeigt dieser Mensch denen das, dass er da was braucht? Oder sie. Was kommt dann als Antwort auf? Dann kommt eben sowas wie, ja, er, keine Ahnung, er schreit manchmal schrecklich rum und wir haben irgendwie das Gefühl, dass es etwas mit Sexualität zu tun haben könnte. Oder Menschen sind übergriffig, so heißt es dann, ne? Die versuchen andere Mitbewohner zu berühren oder kuscheln sich an oder sind eher ein bisschen heftiger und andere haben schon Angst davor und das kann dann so eine Situation sein. Oder wenn es im Pflegeheim ist, dann werden das Personal vielleicht berührt von diesen Menschen. Mhm. Oder sie versuchen andere Bewohner, auch da in so einem Pflegeheim gibt es dann, oder andere Bewohner, die nicht orientiert sind, wo die dann, das heißt auch zum Dement, oder dass die dann, und da kann es dann auch einfach zu, da hatte ich mal einer, der die dann einfach ganz doll umarmte. Und dann kann so eine alte Dame Angst kriegen oder auch umfallen. Dann hat sie vielleicht ihre Hüfte gebrochen. Mhm. Dann muss sie vielleicht ins Krankenhaus und danach geht es ihr noch schlechter. Ja? Das sind dann alles so Situationen, wo auf keinen Fall sowas drin sein soll von mach das mal weg und das machen wir jetzt mal eben wieder alles ruhig. Wir stellen die jetzt ruhig. Nein. So haben die Leute vielleicht gezeigt, dass sie ein Bedürfnis haben. Und dann muss man davon aus, dann stelle ich natürlich Fragen, was bekommen die für Medikamente, wie ist das Verhältnis zu den Angehörigen, arbeiten die oder arbeiten die nicht, gehen die in Förderwerkstatt, was ist es für ein Mensch, ist es ein fröhlicher Mensch oder wie reagiert er, wenn er ein Nein kriegt, wird er aggressiv, wird er ausfällig. Mhm. Fangt er an zu sagen, die ist zum Beispiel vielleicht, er fängt an zu schimpfen. Ja, was für Wörter benutzt er dann? Einfach um so eine Idee zu kriegen. Mhm. Oder ist es jemand, der sich depressiv in die Ecke zurückzieht? Und dann findet irgendwann, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, mein Angebot könnte eventuell das Richtige sein, dann machen wir einen Termin, dann gehe ich dahin. Und dann muss man davon ausgehen, dass es auch immer noch passieren kann, dass das nicht geht. Also das heißt dann, das ist eine Art Risiko, was man dann nimmt, weil es muss bezahlt werden. Es kann nicht so sein, dass man da reingeht und die ganze Strecke dahin und so und dann, ja, der will jetzt nicht, okay, dann gehe ich wieder. Das geht nicht, das ist in dem Sinne. Und dann ist meine Erfahrung, dass es meistens schon irgendwie Sinn macht. Das eine ist, manchmal geht es leichter und fließender, manchmal geht es viel langsamer und viel mehr mit Unterbrechungen auch. Das ist für Leute auch manchmal total wichtig, die mobil sind. Ja? Mhm. Menschen mit Autismus zum Beispiel, dass man einfach auch weiß, die rennen dann manchmal aus dem Zimmer. Dann brauchen die das einfach mal kurz, vielleicht auch so ein Gefühl, so ich bestimme hier, was hier passiert, ja, und nicht du. Und, oder ich kann die Situation auch wieder verlassen und wieder zurückkommen. Ja, und ich kann wieder zurückkommen und ich kriege dann nicht irgendwie Ärger oder keine Ahnung, was die damit dann... Und das ist eben die Arbeit dann. Es ist eigentlich immer so ein Mix auch aus Selbstbeobachtung, sich selbst beobachten, weil ich nehme mich als sozusagen... wie nennt man das? Seismografen. Mhm. Dann kriege ich jetzt irgendwie, was ist mein Gefühl? Ich gehe davon aus, dass wir uns immer irgendwie auch spiegeln, in jede Begegnung. Ne? Aber in so einer Begegnung, wo keine Sprache ist, noch viel, viel mehr oder viel direkter und viel deutlicher. Und dann gucke ich einfach, was habe ich für ein Gefühl, was so in Kombination mit gleichzeitig nach außen sozusagen versuchen wahrzunehmen, was macht der andere,
Was ist das für ein Gefühl? Wie atmet der auch? Was sind das für Töne? Wie sind das für Bewegungen? Kehrt eine Art Ruhe ein oder bleibt es irgendwie so unsicher und zitterig oder keine Ahnung? Das ist alles, das ist immer unterschiedlich. Mhm. Darum ist es, denke ich, auch schön für mich, weil das andere, das ist, irgendwann ist das wie Fließbandarbeit. Ja, leg dich mal hin, ja, atme bitte tief durch den Mund. Mhm. Jetzt kommt erst die Massage und dann. Und dann kommt das Happy End, so heißt das dann. Und sage ich, habe ich nicht benutzt das Wort, aber. So heißt es im Porno ja auch. Ja, genau, dann gibt es das und dann kommt das Sperma raus und dann sind wir alle glücklich und dann kommt die Küchenrolle und dann wird das weggeputzt. Und jetzt trinken wir nochmal einen Tee zusammen. Du kannst mich erzählen, dass du verheiratet bist und wie viele Kinder du hast und wie es auf der Arbeit läuft. Und weißt du so, das ist dann einfach das. Das heißt, als du angefangen hast zu arbeiten, gehörte das quasi auch mit in so eine Sitzung dann rein, nach dem Sex oder nach. Das war auch ein Vorgespräch. Ich hatte ganz am Anfang, das glaubst du nicht. Das hat mir auch total Spaß gemacht, weil es war einfach auch so eine Möglichkeit, Menschen aus komplett andere soziale Verhältnisse und andere Kreisen einfach mal kurz kennenzulernen, in ganz klar abgesteckten Rahmen, für Geld. Und dann hatte ich so eine Sauna mir gekauft. Das war so ein rundes Ding und da war ein Holzstuhl drin und da war dann so eine Art Plastik, wo dann nur der Kopf rausguckte, weißt du? Und da konnte man das elektrisch sozusagen anmachen, dann wurde das warm. Also ganz absurd, ja, wie die da. Und dann hat man immer mit so einem Kopf geredet. Und ich fand es einfach total interessant. Jetzt könnte ich das nicht mehr, weil ich hätte das Interesse einfach gar nicht echt an diesen Menschen. Und damals hatte ich das. Ich bin ja auch sehr neugierig. Also das hat einfach alles so gepasst. Und dann irgendwann hatte ich diese Sauna nicht mehr, weil ich dann in den anderen Räumlichkeiten war, wo das nicht reinpasste. Aber ja, mit dem Tee nachher und dem Reden und so fand ich auch schön. Einfach. Und ich wusste auch, was die dann beruflich machten und hatte so ein kleines Büchlein, wo ich dann nur die Vorname aufschrieb und kurze Notiz. Bei manches, ich habe hier die noch, bei manches steht dann nie wieder, weil nicht, weil sie ganz schlimm waren. Ich habe nie wirklich was Schlimmes erlebt, aber weil sie einfach genervt haben mit ihrer ganzen Art, wie sie so waren oder so. Irgendwas war unangenehm. Aber bei vielen steht irgendwie, war total nett. Und das waren auch wirklich nette Männer. Das waren auch Schauspieler, das waren Architekten, das waren und auch vielleicht ein Dachdecker oder ein Busfahrer oder ein Polizist oder ein Künstler oder ein Journalist. Also ich fand es wirklich interessant. Aber damit hat das, was ich heutzutage tue, nichts mehr zu tun. Ich habe auf deiner Internetseite, war ich ja, nachdem du mich auch darauf hingewiesen hast, und da habe ich diesen Brief gefunden, einer Psychologin, den du da hochgeladen hast, und den würde ich gerne kurz in Auszügen vorlesen. Also du hast ihn ja in Auszügen hochgeladen, ich würde jetzt gerne nochmal verknappt das vorlesen. Ich mache mir nur Notizen, nicht, dass du denkst, ich bin nicht. Ja, ja. Okay. Liebe Nina, soeben komme ich aus einem Gespräch mit einer gesetzlichen Betreuerin einiger unserer Heimbewohner. Inhalt unserer Zusammenkunft waren die Möglichkeiten und Schwierigkeiten eines jungen Mannes, seine Sexualität im Heim zu leben. Ich möchte, dass Sie wissen, wie froh ich während des Gesprächs war, dass wir beide uns im März dieses Jahres persönlich kennenlernen konnten und seitdem so gut zusammenarbeiten. Die Grenze, an die wir alle miteinander immer wieder stießen, wie leiten wir Menschen an, die aufgrund ihrer Behinderung weder verbale Erklärungen noch Bildmaterial oder Filme verstehen? Da haben wir ja auch schon gerade drüber gesprochen. Was sind die Arbeitsmittel und Methoden für Menschen, die über Nachahmung und Handführung lernen? Klar war für mich immer, dass sexuelle Bedürfnisse auch bei Menschen mit geistiger Behinderung von den MitarbeiterInnen als menschliches Bedürfnis, wie alle anderen im Alltag zu erfüllenden, wie Essen, Trinken, Schlafen und so weiter, individuelle Berücksichtigung und Erfüllung finden sollten. In den vielen Jahren sind die MitarbeiterInnen offener geworden und auch Einrichtungsleitungen haben umgedacht. Aber von Handanlegen durch Wohngruppenmitarbeiterinnen ist natürlich aus unterschiedlichsten Gründen abzuraten.
Deshalb ist ihre Arbeit als Sexualbegleiterin mit ihrem Wissen und ihrer Sensibilität für einige unserer MitbewohnerInnen genau das richtige Angebot. Was ist das? Das finde ich übrigens, das glaubt, da kommt noch ein Satz, wo sie meint, irgendwas, dass es mir nicht um das Geschäft geht, sondern dass ich ähnliche. Das fand ich nämlich schön und interessant, dass Das sie. kann ich gerne dann noch weiter Ja. vorlesen. Was unsere Zusammenarbeit so äußerst angenehm macht, ist das Vertrauen darauf, dass sie uns in der Einschätzung der Bedürfnisse der betreffenden Personen zur Seite stehen und verlässliche Angebote unterbreiten. Wir haben nicht das Gefühl, dass ihnen das Geschäft im Vordergrund steht. Genau, das fand ich toll, weil für mich ist das einfach selbstverständlich, weil ich nun mal weiß, wie ich ticke oder so. Aber es ist, dadurch wird dann klar, dass natürlich könnte man das denken. Und natürlich wollen manche Einrichtungen nicht mit so jemand zusammenarbeiten, weil sie denken, oder manche Eltern, ja, da geht es nur um Abzocke. Die will einfach Geld daran verdienen mit irgendwelchen wehrlosen Menschen. Ja, das ist ein Bild, was sozusagen absolut da sein kann. Darum finde ich es interessant, dass sie das schreibt. Wie ist es mit dem Feedback, das du bekommst für deine Arbeit? Also gibt es dann, können die Klienten von dir das teilweise auch selber äußern? Oder ist es dann auch wieder das Umfeld, das dir dann irgendwie spiegelt, wir haben eine Veränderung im Verhalten wahrgenommen oder so? Ja, eher das, weil ich habe eigentlich keine Klienten mehr, die im Moment nicht mehr. Aber wenn da Menschen gewesen sind, die mit einer leichteren geistigen Behinderung, dann habe ich natürlich auch die selber gefragt oder das Umfeld hat die gefragt, dann haben die auch vielleicht was dazu gesagt. Das ist mir auch wichtig, das Feedback, zu sicher zu gehen, dass es wirklich ein Wunsch ist. Okay, wie auch immer, und wenn ich die anderen, die eben nicht reden können, da kann ich dann. Darum brauche ich auch das Umfeld, um mir, genauso wie die Psychologin mich braucht, um verlässliche Infos zu kriegen, brauche ich auch die um verlässliche. Ich will ein Umfeld, was nicht, wo ich das Gefühl habe, die sind in der Lage, das zu schätzen, das wertzuschätzen und auch mitzubekommen und mir dann eine Rückmeldung zu geben. Darum sind die Fortbildungen auch wichtig. Wenn ein Mitarbeiter kein gutes Gefühl hat zu der ganzen Sache, und das gibt es, und meint, oh Gott, da kommt die wieder und ich muss das jetzt mitmachen, weil die Teamleitung und das Hausleitung und die anderen Kollegen, die machen das alle mit. Und ich muss so jemand um eine Rückmeldung fragen, wie war das jetzt, oder war der gut drauf, oder war der entspannt, oder hat es irgendwelche Krisen gegeben, oder was auch immer. Ja, das ist nicht schön, das geht nicht. Es muss eine Offenheit da sein. Und nicht zu viel, es muss nicht zu viel über die Menschen geredet werden. Oder nicht unnötig. Über die Menschen, also über deine Klienten dann. Ja, das ist auch ganz wichtig, so ein Gradmesser, weil eigentlich, es gibt sogar Menschen, die sagen, zum Anfangsgespräch, wenn das Telefonat kommt, so, eigentlich ist das schon, da geht man schon in die Intimsphäre von Menschen. Und das muss man sich bewusst sein. Ohne das geht es aber nicht. Aber man kann es wenigstens realisieren. Okay, wir reden jetzt über einen Menschen, wie der onaniert oder wie der reagiert oder wie sein Verhalten aussieht. Ja, das ist sozusagen die ganze Sache mit Datenschutz und so. Das ist ja, aber es geht nicht anders, weil ich kann nicht einfach bekommen, ja, das ist Dennis, der ist 30, und kommen Sie mal. Das geht nicht, weil dann weiß ich gar nicht, ob das, was ich, so muss man sich dazu entscheiden. Und das finde ich auch ehrlich gesagt okay. Aber man muss sich in dem Nachbesprechung auch bewusst sein, dass es geht eigentlich, ich sage immer gerne, so habe ich festgestellt, zu den Mitarbeitern, es war schön heute, wir hatten richtig Kontakt miteinander, das reicht. Es muss nicht erzählt werden, ob es einen Orgasmus gab oder ob es. Das ist völlig intime Informationen, die würdest du auch nicht, die würde niemand von uns wollen, dass das über uns ja erzählt wird. Aber einfach war der Kontakt, es war schön, oder heute war es irgendwie ein bisschen, warte mal, was gibt es denn? Ach, naja, heute sind wir, es war gut, es war entspannt und es hat Spaß gemacht, aber wir sind jetzt nicht unbedingt so zusammengekommen im Sinne von, ja. Es hat Es sich ist nicht diese unter Nähe die Stimmung hergestellt. war irgendwie so ein bisschen,
es war ein bisschen unklar oder diffus oder wie auch immer. Das kann natürlich auch passieren, ja, weil diese Menschen rufen mich ja nicht morgens an, kommst du heute? Weil ich bin in Stimmung. Nein, die sind einfach dann mit mir konfrontiert und kann sein, dass die in dem Moment gerade so, oh, ich war gerade so ein bisschen, so wie du jetzt, zwischen 3 und 5 bin ich müde. Ja, dann, dann kommt da jemand und will irgendwas. Naja, gehört alles dazu. Wie hast du das Gefühl, dass die anderen mal begegnen, die Arbeit abgesehen oder ist es eine Arbeit, die verheimlichen muss oder im Prinzip, aus Prinzip nicht. Mhm. Aber ich muss das auch nicht jedem Menschen erzählen. Wenn ich schon genau weiß, dass jemand damit nicht umgehen kann, weil das weiß man einfach, dass, wenn ich das jetzt sage, dann, oh je, dann wird die Stimmung ein bisschen komisch oder dann wird, da habe ich gar keine Lust drauf und dann ist es meistens sowieso jemand, den ich nicht näher kennenlernen will. Also wozu? Und mein ganzes Freundeskreis weiß, was ich mache, denn für niemand ist das ein Geheimnis. Ich hatte auch immer Beziehungen zu Männern in der Zeit, wo ich das jetzt mache und es ist null Problem, weil die verstehen, wo, aus welcher Haltung heraus das geschieht. Und das Umfeld, da gibt es manchmal Menschen, Mitarbeiter, die komisch sind. Das nervt manchmal sehr. Wie begegnen die dir? Also was kannst du irgendwie so eine Situation beschreiben? Irgendwie? Naja, es gibt manchmal in Pflegeheimen, gibt es im Moment mehrere Menschen, die aus dem Ostteil von Europa kommen. Und die haben eine ganz andere Sozialisierung, das ist klar. Die haben, ich denke mal, das sind ganz andere Gesellschaften, die da sind. Und ich weiß auch nicht, inwieweit die katholische Kirche zum Beispiel eine Rolle spielt. Die können manchmal das überhaupt nicht begreifen. Warum kommt eine Frau und will so etwas anbieten? Und die haben überhaupt nicht den Hintergrund, die wir haben in unserer freie, doch etwas viel freiere Gesellschaft, dass man einfach gelernt hat, ja natürlich haben Menschen Bedürfnisse und natürlich gibt es Menschen, die sowas machen können. Da vertrauen wir irgendwie drauf. Wir können das zwar möglicherweise nicht nachvollziehen, ich könnte das nicht, das höre ich immer ganz oft, aber dass jemand anders das kann, das ist okay, dann mach das. Es könnte eine gute Sache sein. Aber die kommen nicht aus so einer Gesellschaft und die haben eher so was wie, was ist denn das jetzt? Eher so was Misstrauisches. Ja, das merkt man dann einfach bei der Begrüßung oder bei der Vorbereitung oder so. Jetzt nicht so gravierend. Manchmal ist es einfach ein bisschen doof, wenn die dann nicht wirklich unterstützen, wie zum Beispiel, du kommst da rein und es ist zum Beispiel, die Heizung ist nicht an und es ist Winter. Sowas ist einfach doof. Aber das kann auch sein, das kann auch passieren, dass sie einfach nicht dran gedacht haben. Das muss nicht heißen, sie sind nicht einverstanden. Aber manchmal ist es ganz offensichtlich, dass sie einfach nichts damit anfangen können. Und dann habe ich auch manchmal, wenn ich merke, das ist mir aber wichtig, ich komme da öfters und ich habe da keine Lust drauf, dann sage ich zu den Teamleiterin, lass uns noch mal eine kleine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde komme ich zur Teamsitzung und erkläre nochmal, was mache ich da, warum mache ich das, was ist meine Motivation, wie ist das entstanden und dann hat es manchmal eine Wirkung und manchmal hat es immer noch nichts gebracht, weil manche Menschen wollen nicht umdenken. Das wollen die einfach nicht. Die wollen bleiben in ihre Höhle. Du hast in unserem Vorgespräch hast du gesagt, ich will die Welt nicht verändern und du hast es ja jetzt auch, also am Anfang des Gesprächs auch schon einmal so ähnlich formuliert, aber wenn du die Welt verändern könntest, also jetzt konkret in Bezug auf das, was du an Arbeit anbietest, so was würdest du dir wünschen, was sich verändern sollte in der Gesellschaft in Bezug auf den Umgang mit Sexualität von Menschen mit Behinderung? Ja, also, ich denke, dass der springende Punkt ist einfach. Das ist aber ein ganz tiefer Prozess,
was da passieren muss. Das ist nicht getan mit, wir machen jetzt ein Gesetz, die nehmen jetzt teil an unserer Gesellschaft. So. Und dann kümmern sie sich nicht darum, dass die irgendwie noch eine Begleitung haben, damit das umgesetzt wird. Das bringt in mein, es ist zwar oft, ich weiß sogar, gibt es doch dieses Gesetz von Spahn, dieses Teilhabegesetz, das ist teilweise echt sogar schädlich für den Behinderten. Von das rede ich nicht. Sondern die Inklusionsbemühungen, die jetzt sozusagen passieren, die teilweise dann gar nicht, wo nicht wirklich geguckt wird, wie kann man das wirklich umsetzen? Da weißt du wahrscheinlich viel mehr davon, durch diese ganze Arbeit, die du machst. Aber es bräuchte im Grunde genommen wirklich eine tiefe, es bräuchte im Grunde genommen sowas wie, ich weiß, dass jeder Mensch in sich selber hineinschauen würde. Ja, das braucht es. Aber sogar da muss man aufpassen. Dass, ich wollte jetzt sagen, das könnte man dann sagen, lass uns alle meditieren. Aber dann gibt es wieder so viele Idioten, die meinen, dass sie wissen, was meditieren ist. Und sie sind die besseren Mediterer. Das gibt es dann da auch wieder alles. Da gibt es so viel Schwachsinn. Aber im Grunde genommen ist das, wenn ich mich kenne. Zum Beispiel habe ich mal natürlich reflektiert, warum hatte ich als Kind Angst vor Menschen mit geistiger Behinderung, die schrien oder komische Bewegungen gemacht haben, und warum habe ich diese Angst jetzt nicht mehr? Das hat damit zu tun, dass ich ein ganz intensiver Selbsterfahrungsprozess gemacht habe, worin ich einfach entdecken konnte, was alles in mir steckt, an Verrücktheit, an Macken, an Ängste, an Wut, an all das, was man normalerweise, sagen wir jetzt mal, der normale Gesellschaftsteilnehmer, weiß das alles gar nicht, entdeckt das alles gar nicht, weil sie widmet sich dem nicht. Ich habe mir dem gewidmet, weil ich musste das. Weil als meine Mutter starb, war ich 15 und danach war ich so absolut von der Rolle, jahrelang, dass ich musste etwas tun für mich. Es gab gar keine Wahl. Es war der Mut der Verzweiflung. Mhm. Also in dem Sinne war das auch, und dann ist es dadurch gewesen, dass ich einfach dadurch, dass anderen oder andere Verhaltensweisen nicht mehr so fremd und so, was ist das denn? Mhm. Weißt du, wenn Leute zum Beispiel auch mal schreien durften, dann muss man nicht so eine Angst haben, wenn jemand auf einmal schreit. Wenn jemand auch einfach mal eine unkontrollierte Bewegung, mal, oder keine Ahnung, wenn das normal wäre. Okay, ich müsste es vielleicht so formulieren. Wie könnten wir, was würde ich mich wünschen? Ja, okay, vielleicht ist es das konkreter. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen lernen würden, verrückt zu spielen. In einem geschützten Raum. Einfach mal zu toben, zu schreien, zu weinen, zu keine Ahnung was alles, zu lachen und dann dadurch bemerken würden, ach so, das steckt auch alles in mir. Ach so, da brauche ich ja gar nicht mehr so viele Angst zu haben für Imperfektion und Verrücktheit und Andersartigkeit. Weil ich bin ja selber jetzt auch irgendwie so, bist du das? Das ist, glaube ich, die Lösung, weißt du? Mhm. Weil alles andere sind Kopfgeschichten. Ja, was da rund, wie wir zu sagen haben, dieses... Hast du jetzt Tränen? Ja, ich habe ein bisschen Tränen gehabt. Ich habe da am Wasser gemacht. In der Tat, weil das wäre so ein... So, ja, weil ich finde das, also mich ich hat sag, ich immer so ein bisschen, mich hat das sehr berührt einfach, weil eben dieses Wissen, so was gehört alles zu mir dazu auch nicht gehen, und aber es was so wird eigentlich alles gesellschaftlich unterdrückt oder halt durch Erziehung unterdrückt ganzen, oder was bekommen wir von außen gespiegelt, wie wir zu sein haben und welches Verhalten akzeptabel ist oder akzeptierbar ist und welches Verhalten nicht und was da alles hinten runterfällt. Jeder Mensch, der das machen will, muss 3 Monate sich ein Bett viel besser ausgedrückt von anderen Menschen angezogen. Sehr schön gefüttert, gewindelt oder auf die Toilette gesetzt werden, 3 Monate, nicht ein Tag oder eine Woche. Nein, richtig erleben, wie ist das? Wo schäme ich mich? Wie ist ich in der Ausbildung in der Schweiz? Weißt du, haben wir das schon auch gemacht, miteinander füttern
Und ich hatte dann noch Ideen, aber ich glaube, das habe ich dann nicht umgesetzt. Oder habe ich das umgesetzt? Weiß ich nicht mehr. Geh auf die Toilette und nimm jemand mit. Und pinkel einfach und guck, wie es ist. Verkrampfst du, wie, einfach nur, es geht ja nur um Beobachtung. Es geht nicht um gut oder schlecht oder, oh, ich konnte jetzt richtig, ich habe gar keine Hemmungen und als ob ich das jetzt richtig gut pinkeln. Ja, als ob das jetzt gut ist. Oder es geht nur darum, wahrzunehmen. Und dann könnte man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, jetzt ist Code dran. Schon viel schwieriger. Du mach das mal. Jemand steht neben dir und riecht dich. So, dann zieh mal eine Windel an und pinkel da mal rein. Und dann jemand anders wechselt dir die. Also solche Sachen, es wären auch Leute, da, das waren auch Leute, die wären dazu bereit gewesen. Die, niemand hätte gesagt, nee, oh nein, das will ich nicht. Aber es ist natürlich für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft ist das wie, nein, auf, nein, das geht auf gar keinen Fall. Aber in dem Moment vergessen die, dass für viele Menschen ist das die Realität. Mhm. Und da kann man sich vielleicht einfach mal leichter hineinversetzen, statt immer zu sagen, nee, da, ja, das ist unvorstellbar, wie muss das wohl sein? Wie ist es mit Langeweile? Wie ist es mit, da kann jeden Moment jemand reinkommen. Wie fühlt sich das an, dass du nicht selber die Tür abschließen kannst, dass du nicht sagen kannst, so, ich habe mir jetzt ein Packung Kekse gekauft, jetzt mache ich die Wohnungstür zu und die fresse ich jetzt mal alle schön hintereinander, weil ich bin richtig gefrustet oder keine Ahnung. Das geht alles nicht. Das sind immer welche, die sagen, oh, naja, ich finde das jetzt nicht so gut, dass du so viele Kekse isst, weil das ist nicht gesund. Und ja, permanente Menschen um dich herum, die mit dir irgendwas meinen, erziehen, so hieß es sogar, Erzieher, Betreuer. Naja, das wären meiner Meinung nach super, super gute Lösungen und das weiß ich, dass es funktioniert. Eben durch meine Erfahrungen, da wo ich gelernt habe, da haben wir auch immer so Projekte gemacht, wo wir einfach durch eigene Erfahrung Sachen entdeckt haben. Und es gibt es auch mit, zum Beispiel habe ich letztens irgendwo gelesen von jungen Leuten, die irgendwo hingefahren sind, auch irgendwo, keine Ahnung, wo sie wirklich eine Aufgabe hatten, die wichtig war für andere Menschen was zu tun. Keine Ahnung, ob das sogar Kriegsgebiet oder war das, oder irgendwas bauen oder so. Mhm. Und die wirklich davon geschwärmt haben, die natürlich am Anfang dachten, oh nein, jetzt kann ich nicht mehr mit meinem Phone und mit meine Spiele, meine, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus mit Spielen. Das fällt jetzt alles weg, das ist ja furchtbar, ja. Natürlich, aber darum ist es ja so interessant, weil erstmal die totale Widerstand. Nein, das will ich nicht, Mann. Und dann merken, ach, das kann ich. Ich brauche dieses gar nicht die ganze Zeit, dieses iPad oder dieses, naja, ja. das ey, das geht. Und dadurch dann zu so einem Selbsterkenntnis, es muss noch nicht mal sein, toben und verrückt spielen und so, das ist, denke ich, sehr hilfreich, aber einfach mal, und dann sind die zurückgekommen und hatten wahrscheinlich schon gleich Heimweg zu dieser Aufgabe, für diese, ja, und so, das ist, denke ich, ganz, das sind so Sachen, die passieren müssten, und jetzt ist es so, dass alle Fokus ist auf Lernen durch den Kopf, hier, Kopflernen, und das bildet Menschen einfach nicht wirklich. Damit kommen sie dann halt gut an und können da irgendwelche, guck mal, ich hatte eine 1 oder ich hatte eine 2. Und daraus holen sie dann ihr Selbstbewusstsein, was natürlich auch okay ist, aber es ist so mickrig, zu was eigentlich, darum das hast du auch Tränen gekriegt. Das ist so weit weg von der Realität, glaube ich, irgendwie. Ja, weil ein Mensch kann, das ist ja dieses, was Menschen entdecken, so wie Mandela, der das gesagt hat, wir haben mehr Angst vor unser Licht als für unsere Dunkelheit. Mhm. Das ist wirklich so. Und wenn Menschen das entdecken, dann kannst du nicht mehr zu einem Behinderten kommen. Gott, der Arme. Oder so. Dann hast du das durch, aber durch innere Entwicklung hast du dann einfach gelernt, aha, okay, das ist jetzt jemand und das macht jetzt das oder das mit mir. Aber davon sind wir so, so, so weit entfernt. Mhm. Sogar nette, sympathische Menschen haben schon Schwierigkeiten, überhaupt zu realisieren, dass es
da gibt es dann Kurse, gewaltfreie Kommunikation. Weißt du? Mhm. Ich Botschaften, nicht du Botschaften. Du behindert. Nein, ich, was macht das mit mir? Oh, das löst das und das aus. Weißt du? Mhm. Das muss man dann alles wieder lernen. Aber das wäre wichtig. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für das Gespräch. Vielen Dank für die sehr direkte, finde ich, Einsicht in dein Arbeitsfeld. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich herkommen durfte, trotz Corona. Das erste Gespräch seit Corona, das ich wieder live führen kann. Das freut mich sehr. Okay. Und genau, das war's für dieses Mal vom Hausbesuch. Und vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Vielen Dank, Nina. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.